Geht schon los? Geht schon los? Es geht schon los? Oh Gott, der Artikel geht schon los. Nee, aber wir fangen jetzt nicht nochmal an. Dieses tolle Rauschen, das wir gerade hatten, war ein startender Helikopter. Sieht man auch hier. Ja, ne? In Arma 2, der Taktik-Simulation von Peter Gates. Und das ist ein PS1-Spiel? Nein, das kommt für den PC. Es kommt also auch für PC. Aber auch für PC und PS1. Nee, es sieht ja gar nicht so schlecht das aus. Das sieht gut aus, aber mehr auch nicht. Also, im Video sieht es leider nur ordentlich aus. Woran liegt das? Wir haben diesen, was? Im Video? Ja, ja, weil wir da ja nur filmen. Also, ach so, das ist ja nur abgefilmt. Okay. Wir haben dem Spiel eine satte 43 gegeben in der letzten Ausgabe. Ja, warum denn das? Weil die Verkaufsversion, die wir von Peter Games bekommen haben, echt Grütze war. Aber die haben doch gleich einen Patch nachgeliefert, oder? Ja, aber der war nicht in der Verkaufsversion. Und unseren Test mussten wir damals ohne Patch machen und das war unspielbar. Inzwischen ist der Patch da draußen, der 1.01er. 1.02er kommt auch demnächst. Der macht schon einiges besser, aber es ist halt immer noch... Also lohnt sich der Umstieg von dem Operation Flashpoint? Also von Operation oder Flashpoint? Oder von Arma 1? Von Arma 1... Wenn du Fan bist, wahrscheinlich schon, weil die Grafik ist netter und so. Aber es ist halt, also mehr Spiele macht Spaß, da ist es super, ganz okay. Aber sobald die KI kommt? Sobald die KI kommt, kannst du es eigentlich, weiß ich nicht. Und auch dort Patch? Ja, wie gesagt, da kommen bestimmt noch 1 Milliarde neue Patches, weil so geht's halt nicht. Und ihr habt das jetzt auch schon lang gespielt. Wir haben es richtig lang gespielt. Stefan, ihr wart, glaube ich, ständig beim Spielen. Ja, ja. Hier übrigens so ein richtig schöner Bug, in dem Sinne die KI, die da vorne um die Ecke steht. Die sieht uns nicht, weil wir uns halt so gemütlich da ranpirschen und dann fax, ist weg. Also was passiert halt ständig. Ne? Dann wirst du wieder auf 1000 Kilometer Entfernung abgeknallt, dann sehen sie dich wieder nicht. Es ist mal so, mal so. Es klappt, mal klappt es nicht und das ist super frustrierend. Habt ihr schon eine Menge Multiplayer Geschichten? Ja, ich habe mich da ganz gut ausgetobt. Es gibt ja schon einige Server. Allerdings gab es auch ganz üble Probleme mit Lags. Also wirklich 30 Sekunden Lags oder du bist gar nicht auf die Server gekommen. Aber wenn du mal drauf warst und mit vielen Menschen gespielt hast, dann hatte das schon was. Aber es ist halt immer noch so ein Taktik-Shooter. Hier übrigens ein schönes Beispiel für die extrem dumme KI. Ich nenne sie Alex Frank. Einfach nicht schafft, das ist aber aus dieser Parklücke da rauszukommen. Das ist eine KD. Eine künstliche Dummheit. Ja, ungefähr so kann man es bezeichnen. Hier auch wieder die KI funkt uns 10.000 Mal an. Achtung Helikopter, Achtung Helikopter. Und wir müssen dann selber in den Schießstand gehen und das Ding da vom Himmel holen, sonst passiert dann nichts. Also das habe ich in irgendwelchen wirklich uralten, schlechten Spielen schon viel besser gesehen. Wie kann es denn sein, dass wenn man auch so viel Erfahrung hat wie der Entwickler, dass man sowas verbricht? Das liegt daran, dass die Entwickler Erfahrung haben, wie man dieses ganze militärische Konstrukt da außenrum baut. Ich meine, es sieht fantastisch aus, die Maschinen sehen geil aus, aber sie weichen halt nicht von ihrem 10 Jahre alten Konzept ab, es muss alles irgendwie von der KI gesteuert werden. Hier zum Beispiel, du kannst den Helikopter ordern und wenn du nicht genau aufpasst, wo du ihn hinschickst, landet er halt mal eben im Wald oder wie gleich zu sehen, er explodiert halt einfach, weil er zu dumm zum Fliegen ist. Das kann halt mal nett sein. Punkt. Entsprechend frustrierend ist an der sowohl Einzelspieler als auch Mehrspieler, wenn halt solche Fehler passieren. Absolut, ja. Also wie gesagt, der Patch hat einiges besser gemacht, aber man stößt noch auf so viele Fehler. Das echt, da geht dir der Hut stiften. Der Hut geht der Hut stiften, ja. Das habe ich auch noch nie gehört. Ja. Na gut, ja, dann kann man jedem nur raten, er soll es mal anschauen und soll schauen, dass er immer den neuesten Patch installiert hat. Sollte warten, bis noch ungefähr 10.000 Patches gekommen sind, ja. Ja.